Okay, da haben wir jetzt alles mitgekriegt. Hoffentlich sieht er jetzt mein Screen. Ich werde das erstmal auf Deutsch machen. Muss ein bisschen zwischen verschiedene Browserfenster jetzt die Präsentation und Entwicklungstool hin und her springen. Mal sehen, wie das über einen kleinen Livestream funktioniert. Wenn ihr was nicht seht oder zu schnell hin und her klicke, bitte was sagen. Das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Vortrag gehalten habe. Hintergrund ist, ich habe mich immer interessiert, was so ein Browser erlaubt und nicht erlaubt. Ein Browser ist ja ein unwahrscheinlich mächtiger Tool, die ein paar Sicherheitsregeln beherrscht, im Besonderen Same Origin Policy. Aber im Endeffekt ist es ja ein voll programmierbares System, und der Programmiercode wird von verschiedenen nicht vertrauenswürdigen Internetseiten ausgeliefert. Also ist schon ein Tool, das man ausnutzen kann, um Sachen zu attacken. Und somit habe ich mich interessiert, was da hier für Forschungsergebnissen gibt und was hier von Frostpoint gefunden. Und Ziel dieser Vortrag ist das mal zu diskutieren, was man da machen kann, das zu zeigen und vielleicht ein bisschen Feedback und weitere Ideen von euch zu bekommen dazu. Also bitte meldet euch während die Präsentation oder am Ende. Und was mich auch interessiert, so ein bisschen im Hintergrund, was mich immer ärgert, ist, dass Localhost immer verwendet wird, grundsätzlich alles anzubieten auf dem System. Wir haben ja Betriebssystem Sicherheitssachen seit die 60er. Und diese werden natürlich vollständig von Verbindungen über Localhost ignoriert. Die Frage ist, was kann man damit machen? Was kann man da besser machen? Und da habe ich auch ein paar interessante Beispiele. Also erstmal zu diesem White Paper Bericht von Forcepoint. Ist relativ neu. Nicht alle Sachen da drin habe ich herausgefunden, sind ganz richtig. Da kommt ein bisschen Kritik, aber es ist schon eine gute Basis, der sehr viele Sachen zusammenzieht. Über den, was ein Browser machen kann, was man erwartet, und wie man verschiedene Sachen angreift und wie man auch Reconnaissance ausführt. Da werde ich ein bisschen tiefer reingehen in diesen Reconnaissance-Thema und dann Angriffen über Cross-Site-Request-Forgeries. Also auf den Management-Höhe A Summary von dieses Forcepoint-Papier ist das Malicious JavaScript can attack the internal network. Du kannst JavaScript ausführen, das kann malicious sein, weil es von einer beliebigen Webseite kommt, dass man vielleicht vertraut, auch wenn es gekapert worden ist oder vielleicht beliebige HTTP-Sachen injected in den Datenstream. Also im Endeffekt, was dein Browser als JavaScript bekommt, ist total außer deiner Kontrolle und total nicht vertrauenswürdig. Der Artikel oder den Bericht arbeitet jetzt über Intraprotokoll-Exploits, also Exploits, die von HTTP-Requests auf andere HTTP-Requests. Da gibt es auch eine andere Klasse von Exploits, die zum Beispiel den POP-Protokoll von HTTP angreifen. Das ist hier von in diesem Bericht nicht der Thema. Das ist, was man im Endeffekt über normalen Browser-Sachen machen kann. Normale HTTP-Requests, die zwischen unterschiedliche Systeme ausgeführt werden. Kritisch hierfür ist natürlich ein Same Origin Policy. Ist relativ einfach. Was es aber verbietet, wirklich, ist bei meisten Leuten eigentlich auch Entwicklern nicht bekannt. Der Grund dafür ist, dass
so dass ein Browser wirklich funktionieren kann, muss er inherently, also grundsätzlich, Network-Ressourcen von überall ansprechen können. Sonst funktioniert es ja nicht als ein Browser. Und der Same-Origin-Policy beschränkt das in ganz spezifische Wege, die man immer noch umgehen kann und ausnutzen kann. Lass euch vielleicht ein bisschen hier kurz durchlesen. Im Prinzip das Wichtige hier ist, dass die Browser nicht vollständig interne Netzwerkzugriffe verbieten. Also wir können durch den Browser, besonders durch JavaScript, begrenzte Sachen ausführen. Wir können interne Haus erläutern. Wir können so Reconnaissance machen, um offene Ports zu finden. Und Fingerprinting von internen Ressourcen auf den internen Network. Wie das funktioniert, wird auch mit Beispielcode in diesem Bericht gezeigt. Und da werde ich auch mal ein bisschen Beispiele hier selber zeigen auf mein eigenes internes Network. Und im Besonderen, Same Origin Policy does not protect the attack in many cases. Das Wichtige ist, der Same Origin Policy verbietet nicht das Senden von beliebigen Anfragen. Es verbietet nur das Lesen von den Ergebnissen daraus. Und somit kannst du über das Senden erstmal beliebig viele Sachen machen. Du kriegst vielleicht nicht die Ergebnisse, aber es ist nicht gegeben, dass verschiedene Systeme durch dieses Senden von zum Beispiel Post-Requests oder Senden von Get-Requests was machen, das eigentlich nicht gewollt ist. Das Same-Origin-Policy verbietet nur, dass JavaScript die Ergebnisse von diesen lesen kann. Aber da gibt es auch Side-Channel-Sachen, wo man auch durch Fehlerwerten auch ein bisschen was mehr rauskriegt, als vielleicht der Browser wirklich erlauben sollte. Also somit zum ersten Beispiel Reconnaissance. Wir können durch die Fehlermeldung von JavaScript on error, on load herauskriegen, ob ein Port offen ist oder ob ein Port mit einem HTTP-Server da erreichbar ist und im Prinzip irgendwas liefert. Das kann natürlich ganz interessant sein. Hierfür haben wir ein kleines Beispiel. Hoffentlich ist der Text hier für euch groß genug. Ein bisschen größer, Michael. Oh Gott, jetzt bin ich natürlich in lieben Visual Studio Code, nicht meinen Bekannten. Mal sehen, ob sowas funktioniert. Scrolling, hat man Visual Studio Code Experten hier? Guck mal, Appearance. View Appearance und dann kannst du Zoom machen. View Appearance? Ja. Appearance ist die dritte Zeile, genau. Ja. Uhu. Steuerung plus, Steuerung minus. Ja, doch. Warum hat er das nicht gemacht beim letzten Mal? Das hatte ich erst versucht. Gut. Also hier haben wir ein Beispiel, das ist direkt aus diesem Bericht mit ein paar Bugfixes. Das JavaScript da war nicht ganz klar. Und wir können hier einen schönen Browser aufmachen.
Wir warten ein bisschen. Also was im Prinzip wir hier machen, der Beispiel, kannst du beliebiger in diesen Tabelle beliebige URLs abgeben und die werden durch ein JavaScript einfach ausgeführt und der guckt, was für als Image, also wir benutzen Image-Funktion von JavaScript und wir gucken, ob wir ein On-Error oder ein On-Load zurückgekommen. Oder zum Beispiel, dass erstmal überhaupt nichts nach 5 Sekunden zurückkommt und dann ein Timeout. Also wir haben 5 Sekunden Timeout, machen ein Image auf, wir versuchen für alle die URLs hier was auszuführen und dann gucken wir die Ergebnisse an. Wir sind jetzt in meinem internen lokaler Network. Hier ist interessant. Ich spreche ein System an bei mir, meinen eigenen Server, Port 3000. Ja, ist eigentlich, glaube ich, ein Grafana-Instanz, der läuft. Ja, und guck mal, der JavaScript hat schon herausgefunden, dass diesen URL existiert und ist ausführbar. Ohne das weitere Image bekommen wir einen Error zurück. Also im Endeffekt, diesen URL ist nicht valide. Wir können aber auch hier gucken, zum Beispiel ein System hier, das nicht vorhanden ist. Da haben wir einen Timeout bekommen. Also das, wir wissen dann, wir können hier raus, mit einem Reconnaissance herausfinden, dass wahrscheinlich dieses System Hetlocal überhaupt nicht vorhanden ist in dem lokalen Netz. Wir können vorausgehen, dass da ein System der cap.local existiert und dass er ein Grafana hat. Ähnlich könnten wir hier gucken nach einem icon.png oder hier an anderen Systemen am lokalen Netz, also besonders wenn man innerhalb von normaler Heimrouter kann man ja immer auf den 192.168 Subnets versuchen herumzugucken. Das ist der normale IP-Adresse innerhalb von den Router. Da kann man auch nach Sachen suchen und sehen, welche Systeme überhaupt existieren. Also ist schon eigentlich ein relativ mächtiger Tool, dieses Port-Scan. Also wir müssen raten, welche Hostnames oder IPs da vorhanden sind. Das ist meistens nicht so schwer innerhalb von Heimnetz oder vielleicht ein Firmennetz, das man kennt. Man muss ein bisschen raten, was für Systeme daraus laufen könnten. Man kann aber beliebig viele von diesen Requests innerhalb von einen Angriff führen und hier haben wir auch gleichzeitig, habe ich nicht nur die Ergebnisse hier lokal auf den Browser angezeigt, natürlich in echten Angriff würde man den malicious Webseite, der nicht einfach die Ergebnisse anzeigen, der müsste aber hier jetzt, hat er das gemacht? Ich glaube, ich habe mein Beispiel kaputt gemacht. Oh, ja, wir haben tatsächlich den Post ausgeführt. Da würde ich nochmal das hier ausführen, mit Netzwerkanalyse zu zeigen, was passiert. Bom, bom, bom. Man sieht die ganzen Requests, die auch rausgehen, entweder und die Fehler, die zurückkommen. Und hier hat er auch einen Post ausgeführt auf dem System, der jetzt nicht da ist, aber im Prinzip über den Same Origin Policy konnte ich diese Ergebnisse zurückgeben an den Server, der diese malicious Webseite ausgeliefert hat. Also die Ergebnisse kann ich zurückliefern und hier könnte ich eine ganz normale Webseite anzeigen und währenddessen der Port-Scan anlaufen ist. Also schon ein interessantes Ergebnis, das man vielleicht nicht so direkt denken würde, dass man da einen ziemlich mächtigen Reconnaissance-Tool hat innerhalb von einem internen Network. Das einzige Voraussetzen ist, dass man malicious
eine Wishmanicious-Webseite anbietet, der jemand in diesem Network benutzt. Also glaube ich, das ist das schwerere Teil. Das System sonst funktioniert bei allen Browsern und erlaubt dir, dieses Scan-Ergebnis durchzuführen. Kurze Zwischenfrage. Das ist dann Ja. ja auf das HTTP-Protokoll beschränkt, oder? Ja, also hier, ja, weil ich in diesem Fall, man würde entweder ein Image innerhalb von JavaScript benutzen oder ein XHR-Request benutzen, ist man eigentlich immer auf HTTP beschränkt. Jedenfalls, was man selber vom Browser raussendet, ist HTTP. Ob der System oder der Port auf die andere Seite irgendwas zurückliefert, das verständlich ist. Es könnte sein, dass ein Pop-Server oder sowas immer noch was Sinnvolles zurückliefert, ist aber schwer, weil im besonderen Fall, und da sind meine Ergebnisse abweichend von diesem Bericht, die gehen davon aus, dass jeder Ergebnis hier zum Onload ausführen würde, liefert. Bei meinen Tests ist das so, dass alle Browser nur Onload liefern, wenn der Ergebnis ein valides Image ist. Also so das Verwendung von diesem Gadget, der Image Gadget, um was ein Port zu testen. Funktioniert nur, wenn tatsächlich im korrekten Image zurückgeliefert wird. Das in den glaube nicht, dass die Browser sich so viel in 2 Jahren geändert haben, aber meinen Testergebnissen zeigen, dass wirklich korrekte Images zurückgeliefert werden würden. So kannst du nicht besonders gut andere Protokolle ansprechen, die zufällig irgendwas liefern. Weil der wird denen dann nur sagen, Error. Aber es ist kein Timeout. Da weißt du wenigstens wahrscheinlich, dass irgendwas da ist. Ja, stimmt, ne? Wenn man jetzt irgendwas zurückbekommt und es ein Protokoll ist, was, sage ich mal, bei jedem Carriage Return irgendwas zurückspielt, Ja, könnte nee, man unter also Umständen. geschlossene Ports liefern ja auch Errors. Das ist das Problematik dabei, wohl. Also wenn der Port Ja. Es sind nur Sachen, die länger dauern, zum Beispiel ein Host, der überhaupt nicht existiert, eine IP-Adresse, die nicht existiert, somit dass die HTTP-Verbindung länger dauert. Da kann man Ja. unterscheiden mit dem Timeout. Aber zwischen einem Port, der nicht offen ist, und einem Port, der offen ist, aber irgendwas Interessantes, der kein HTTP ist, kannst du nicht unterscheiden. Ja. Das ist so ein Spannend. bisschen Schwäche hier, von was ich sehe. Und das ist abweichend von dem Bericht selber. Aber der Beispiel habe ich hier. Das habe ich, wie gesagt, mit ein bisschen Debugging, von was die in dem Bericht da zum Beispiel haben, da gut zusammengebaut. Und kann man schon mächtig hier Reconnaissance damit anfangen. Also da so ein bisschen da in die Ergebnisse reinzugehen. Was man braucht als Prerequisites für den Scan ist, dass man mögliche Hostnames oder IPs schon für den internen Netzwerk kennt. Also wenn es ein persönlicher oder Heimnetzwerk ist, kann man schon raten wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich sowas ist. Bei mir tatsächlich nicht. Ich habe natürlich den dritten Tuple-Teil geändert bei mir in meinem Heimnetz, aber man kommt schon relativ weiter. Es soll sein, dass man den internen IP über diese Webseite herauskriegen kann. Das Exploit wird auch in dem Paper genannt. Muss sagen, dass das bei mir keine benutzbare Ergebnisse liefert. Soll aber bei manchen Netzwerken, manchen Browsern, dir den interne IP in dein eigenen Netzwerk liefern, durch einen Exploit in
den WebRTC API. Bei mir ist es nicht ausnutzbar. Ja, und danach muss man natürlich Services of Interest, man in den Fall, dass wir sehen, müssen wir auch beispielhafte URLs geben. Natürlich Favicon und sowas sind meistens immer da. Da kann man schon herausfinden, ob eine Webseite überhaupt da ist. Die meisten Favicons und Icons und andere Sourcen sind ohne Authentifizierung, werden ohne Authentifizierung bei jedem Webserver ausgeliefert. Da kann man schon ziemlich einfach raten, wo irgendein Webserver ist. Natürlich, wenn du die Icons von einem Jenkins-Server, Grafana oder sowas, die URLs wirst du wahrscheinlich kennen. Das sind Sachen, die man vielleicht zum Beispiel Jenkins angreifen möchte, kann man schon gucken, ist da, läuft auf diesem Port, auf diesem Rechner ein Jenkins. Das kriegst du relativ einfach raus. Wie gesagt, was man hier rauskriegt, ist nicht hundertprozentig. Was kann man hier diskriminieren? Was sind die Fälle, dass man zurückbekommt? Also der erste Positivfall ist, dass der Server ein HTTP 200 zurückliefert mit einem valides Image. Da weißt du, der ist da und ein Image ist da. Das andere ist aber, wenn der Port closed ist oder irgendein Failure Response oder ein Invalid Image, die kommen alle, werden als On-Error zurückgegeben. Also da kannst du nicht so viel unterscheiden. Und das andere ist, der Connection hat einfach zu lange gedauert. In diesem Fall haben wir 5 Sekunden Timeout. Da kannst du schon herausfinden, wenn es so lange dauert, ist wahrscheinlich überhaupt diese IP-Adresse, diesen Hostname überhaupt nicht aktiv. Die Verbindung wird versucht auszubauen und irgendwann läuft es in den Timeout. Genau, also hier nochmal diesen Kritik, der White Paper hat dann anderen Interpretationen, das ich nicht bestätigen kann. Und die versuchen dann, das in 2 Schritten zu machen. Erstmal einfach nach offene Port zu gucken, dann nach URLs, interessanten URLs. In meinem Beispiel, um was ich hier durchgeführt habe, habe ich alles in 1 und das liefert aber immer noch sehr schnell interessante Ergebnisse. Genau, was man danach macht, natürlich, es kann schon für viele Sachen interessant sein, wenn man ungefähr weiß, was für in einem internen Netz für Infrastruktur ist, aber ein direkten Exploit, dass wir hier dann in den Bericht verwendet werden, ist Versuch, das ähnlich über den Browser funktioniert, natürlich sind Cross-Site Request Forgeries. Du kannst natürlich, ein Browser kann mächtig viele Sachen ansprechen und die Systeme liefern was und ob die das liefern, besonders bei Cookie, wenn man sich schon authentiziert hat mit einem Cookie, wird dein Browser brav den gleichen Cookie ausliefern, egal wo den Request herkam, ob es von ein Server, der wirklich deine Bank ist oder ein anderen HTTP-Webseite. Dafür musst du natürlich Systeme finden, die überhaupt vulnerable sind und du musst gleichzeitig auch schon authentisiert sein. Aber ich werde mal vielleicht ein paar Beispiele hierzu zeigen. Also ein ganz normaler Form-Webseite, der macht einen Post. Aber wie das so ist, kannst du den Post an einen anderen URL senden in HTTP. Also wir haben dann auf diesen Webseite hier muss man ein bisschen aufpassen. Benutze den Webseite 222. Das ist sozusagen eine malicious Webseite, wo ich die von angreife. Und hier mache ich einen Post und ja, mache irgendwas. Hallo. Und, shit.
Gut, okay. Dann ist der Post rausgegangen und ich habe den Form von 222. Entschuldigung. Ja. Geh mal zurück. Ich habe den Form von dem Webserver 222 bekommen. Ich habe den Post an einen anderen Webserver weitergeliefert. Somit kann ich wenigstens einem beliebigen System, auch ein System, das ich durch den Reconnaissance gefunden habe, Post zusenden. Mal sehen, was er damit macht, ist so das Problem. Eigentlich würde er es wahrscheinlich ignorieren. Es könnte aber auch sein, man damit interessanten Sachen ausführen kann. Hier haben wir auch ein ähnliches Beispiel, den Local Get HTML. Wird mal. Den Benutzer sieht jetzt nur eine normale Webseite, sieht so aus, dass er überhaupt nichts macht. Der hat aber natürlich in diesem Fall durch XHR ein JavaScript Request, in diesem Fall hat er das nicht gemacht, der hat das über auch ein Image einen anderen Host angesprochen und ein GET an ihn weitergeleitet, wohl über den Image. Normal ist das natürlich unbedenklich, hat ein GET ein Image von irgendwo anders geholt. Die Frage ist, was dieser System damit macht, also diesen anderen Server damit macht. Und da können wir jetzt gucken. Oh ja, interessanterweise haben wir den Post hier an diesen anderen Server bekommen. Das ist der 8080 Server. Das gleiche Spielchen kann man auch mit XML-HTTP-Requests ausführen. Und natürlich ist das so, dass für Cross-Site-Request-Forgeries man benutzt den schon bereits vorhandenen Authentizierung mit Cookies. Die Cookie-Authentizierung ist riesig schwach, in das egal welcher Webserver diesen Request einleitet, wird er immer noch die Cookies übergeben. Wir laufen aber irgendwann doch in den Same Origin Policy rein. Und da habe ich auch ein Beispiel dazu. Ja. Okay, warum er sich nochmal authentiziert hat, weiß ich nicht. Genau, das ist jetzt ein interessanter Fall. Jetzt machen wir eine Webseite, die macht relativ wenig, außer ganz normal zu erscheinen und dann über JavaScript ein Post auszuführen an einen anderen Server. Der könnte beliebig jetzt ein angreifbarer Server in den internen Netz sein. Er macht das sogar hier mit den Content Type Form URL Encoded. Das sieht aus für den Server aus genau wie ein normaler Form Post. Aber was passiert ist, dass der Browser den Post ausgeführt hat. Der sendet sogar Der Post, hier sieht man das noch in den anderen Webserver hier unten, der sendet sogar diesen Post an den anderen Webserver. Aber dann sagt er, okay, der JavaScript darf leider den Ergebnis nicht lesen. Und da kriegst du natürlich den Cross-Origin-Request
Missing Allowed Origin, also im Prinzip erlaubt der, Same Origin Policy erlaubt dir alles zu senden, nur nicht, wenn die Headers das nicht erlauben, die Ergebnisse zu lesen. Das ist natürlich nicht, was meiste Leute erwarten. Man erwartet im Endeffekt, dass der Same Origin Policy alles verbietet, so kreuz und quer Verbindung. Nein, du kannst alle beliebige Verbindungen aufmachen, du kannst Sachen senden. Und je nach welche Schwachstellen natürlich diese andere Systeme haben, kannst du die ausnutzen. Du kannst nur nicht die Ergebnisse von deinem, was du ausgenutzt hast. Aber es könnte ja beliebig sein, zum Beispiel dieses angreifbare Webserver, der auf 8080 jetzt läuft, könnte ja beliebig, man weiß, dass zufällig der Post-Request irgendeine Systemoperation ausführt. Und solange du mit einem Cookie authentisiert bist, kannst du diesen Request ausführen, könnte in Systemaufruf sagen, könnte rm/ machen. Es kann ja beliebige Schwachstellen sein. Also was überhaupt nicht geschützt ist, sind alle Systeme, alle HTTP-Servern, die anfällig sind für Cross-Site-Request-Forgeries, und das sind eigentlich ganz viele. Somit ist es ganz wichtig, dass Systeme in den internen Netz gegen Cross-Site-Request-Forgeries geschützt sind, weil die sind eigentlich beliebig Ausnutzer von jedem Browser, der eine malicious Webseite anfragt. Interessant wird es ja dann, wenn du Informationen über interne Systeme hast und weißt, welche Version dort zum Beispiel läuft, und du hättest beispielsweise ein CVE von 10, also irgendein Remote Code Execution, ohne alles in einer einzigen URL, und du schickst dann dort Shell-Befehle hin oder machst eine Reverse Shell auf oder ähnliches. Kriegst du schwer raus durch den Reconnaissance, welche Version, wir können nur sehen, welche URLs da sind, aber es kann sein, dass eine Version, so ein Image in seinen Resource-Folder nur einen anderen Image ausliefert oder nur diesen URL da ist, wohl, oder es kann sein, dass man es relativ eingrenzen kann durch das erste Reconnaissance. Sonst muss man natürlich einfach beliebig viele von diesen Requests, sagt ja nicht in diesem Beispiel, sagt ja nicht, dass du nur einen Request ausführst hier, weil du kannst ja ganz viele, beliebige viele URLs hier in den einen Webseite einfach versuchen anzusprechen, weil das wird natürlich wahrscheinlich irgendwann auffallen, aber man kann entweder von den User selber oder irgendein interner Sicherheitstool, aber man kann schon sehr schnell sehr viele mögliche URLs ansprechen, und wenn man schon erst in Reconnaissance kann, würde man nur zum Beispiel Jenkins-Servern ansprechen, die auch über die Jahre sehr viele Angriffsmöglichkeiten hatten. Ja, soweit zum Exploitation-Teil, Angriffsteil über Cross-Site-Request-Forgeries, die einfach bei sehr vielen internen Services wahrscheinlich ausnutzbar sind. Ja, also ein bisschen da und Post und über Images, über JavaScript, über XHR, also du kannst beliebig das komplex machen. Interessant natürlich ist auch, dass GETs ausführbar sind. Ergebnisse kannst du über JavaScript nicht bekommen. Da kriegst du auch einen Course-Error in dem Browser, weil den GET wurde schon ausgeführt. Mächtiger sind natürlich Posts, wo wahrscheinlich mehr Exploits möglich sind. Und Prinzip ist hier, dass das ganze Cookie Authentication mit dem Browser einfach riesig schwach ist. Das erlaubt das ganze Cross-Site-Request-Forgery, kann schon authentiziert sein.
Andersrum ist das auch viele interne Systeme vielleicht keine Authentisierung brauchen. Und damit kommen wir zu Systeme, Services, die auf Localhost laufen. Mein anderes Interesse hier. Also Prinzip hier ist, wenn wir Services, die auf Localhost arbeiten, haben wir schon einen Bypass zu dem User Security Modell von unserem Betriebssystem, wo man sonst über Access Control Lists auf Dateien etc. arbeiten würde. Auf einmal können wir über Localhost was ansprechen. Klassiker ist natürlich alle Softwareentwickler hier, auf einmal läuft hier ein JBoss, der ist auf 8080. Jo, und da kann beliebig viele Sachen da offen sein. Aber in der jetzigen Welt gibt es auch mehrere Systeme, die als User-Backends arbeiten und über HTTP ansprechbar sind. Zum Beispiel der Docker, wenn du einen Docker-Service hast, glücklicherweise meistens ist das nicht über einen Localhost-Port geöffnet, aber das kann sein, dass du es so konfigurierst und dann hast du natürlich einen Port, der möglicherweise ansprechbar ist, der sehr viele Sachen machen kann. Aber was ist zum Beispiel die Möglichkeiten hier, um das zu eskalieren? Interessanterweise bei alten Internet Explorer, Same Origin Policy hat den Port nicht als Entscheidungskriterium unterstützt. Somit kannst du beliebig viele Ports oder unterschiedliche Ports aus dem gleichen Policy, Same Origin, mit einziehen. Aber beim modernen Browser kannst du davon ausgehen, dass der Tuple-Protokoll Adresse und Port den Same Origin bilden. Aber wenn du schon ein System gefunden hast auf Localhost, der natürlich ausnutzbar, kannst du dann weiter über Cross-Site-Scripting zum Beispiel weiter Sachen wahrscheinlich ausführen, den Benutzer auf andere Systeme und andere Sachen ausführen lassen. Also was mich so interessiert ist, gleichzeitig, wo ich diesen Vortrag ein bisschen vorbereitet hat, hatte ich den Ausweis-App, läuft auch unter Linux installiert. Ja, und das Ding der Ausweis-App will ja Card-Readers, Phones, RFID-Geräten mit Webseiten verbinden. Da können die Hersteller von diesen Funktionen natürlich nicht über Browser-APIs ausgehen, dass der Card-Reader mit dem Browser-API verbunden ist. Somit haben sie eine andere Lösung gesucht und da haben sie einfach einen Localhost-Service aufgesetzt. Also ich habe die Neigung, meine kompletten Benutzersachen auf meinem System zu trennen. Somit habe ich einen User für Arbeit und einen User für persönliche Sachen. Also die sind anscheinend total getrennt mit entsprechenden Betriebssystem-Sicherheit. Vorkehrung, aber ich habe für heute als Beispiel mal den Ausweis-App auf meinen persönlichen Benutzer aufgemacht. Das sieht man jetzt hier nicht, aber guck mal, ich bin jetzt bei meinem Mikromata-Arbeitsbenutzer, aber ich kann den Ausweis-App ansprechen. Der ist dann im Prinzip mit einem Card-Reader verbunden. Ich gehe davon aus, dass die Hersteller von den Ausweis-App das sehr gut getestet haben und da hier ich wenig ausführen kann, aber natürlich alles, das den Localhost ansprechen kann, das ist jeder beliebige malicious Website, kann blind GETs und Posts auf den Ausweis-App ausführen. Und hoffentlich haben sie das erstmal sicher gestaltet. Das wissen wir nicht, aber wenn dann eine Sicherheitslücke hier wäre, könnte er vielleicht interessanten Sachen aus meinem Cardreader auslesen. Würde man dann wahrscheinlich authentizieren müssen. Man weiß aber nicht, was da möglich ist. Da gibt es
so den Tendenz, alles auf Localhost anzubinden, auch wenn eigentlich diese Systeme vielleicht den Security-Mechanismus von Betriebssystemen benutzen sollten. Anderer Beispiel, das ich interessant finde, ist zum Beispiel IntelliJ, das wir alle als Entwickler oder viele Entwickler benutzen. Hier habe ich eine HTML-Seite. Ich kann das in einem Browser öffnen. Okay, das ist jetzt diese Seite. Das heißt, Entschuldigung, ist eine ganz schlichte, einfache Seite, privat Quelltext da drin. Hat jetzt IntelliJ nicht direkt über ein File-URL ausgeliefert, aber über einen kleinen Localhost Webserver, das er da hat. Okay, man würde vermuten, das ist geschützt. Also wir haben ja auch diesen kleinen Nonce hier hinten, irgendwas. Ich vermute, das schützt das Ganze. Interessanterweise kann ich das löschen und es liefert immer noch die Ergebnisse aus. Also hier könnte man kann man auch im Endeffekt einen Bypass zwischen zwei Usern auf demselben System machen. Das kann man nicht natürlich wegen den Same Origin Policy den Ergebnissen nicht an eine malicious Webseite weitergeben, weil der Same Origin Policy verbietet, dass ich die Ergebnisse ausliefere an einen anderen Webservice. Man aber wenigstens zwischen die zwei Benutzer auf dem gleichen System kann ich hier querbeet die Sachen von den anderen IntelliJ herausbekommen. Und warum die hier diesen vermutlichen Sicherheitsmaßnahme hier haben, der nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Das werde ich vielleicht IntelliJ mal berichten, dass man da vielleicht doch irgendein Schlüssel hinterlegen sollte, dass das nur, wenn man das hat, die Sachen ausführen kann. Ich kann hier beliebig dann natürlich alle Dateien aus meinem IntelliJ auslesen, wenn ich einen anderen User auf dem gleichen System bin. Auch so ein bisschen Nischfall, aber auch nicht schön. Ja, also so ein bisschen Hintergrund hierfür. Also es gibt ja immer mehr und mehr Anwendungen in Anführungszeichen, die über Localhost arbeiten, auch Frontends zum Backup und Search Tools. Es gibt natürlich Systemanwendungen wie CAPS und etc., die laufen, aber es gibt auch viele Sachen, die eigentlich mehr jetzt eine lokale Anwendung wären, werden aber dann einfach so als kleiner Web-Server ausgeliefert. Und da die neigen dazu, dass die keine Authentisierung haben, ist ja halt nur Localhost. Dass natürlich Localhost von beliebig malicious Webseiten wenigstens GETs und POSTs ausführen können, auch wenn die die Ergebnisse nicht liefern können, neigt man dazu, eigentlich Sicherheitslücken in diese Systeme, die ausnutzbar zu haben. Zum Beispiel, was macht wirklich ein Post auf einem bekannten URL? Macht da ein RM-Star? Das wissen wir nicht. Und mehr von dieser Anwendung offen sind auf User, auf Localhost, mehr ist es wahrscheinlich, dass jemand eins findet, der ausnutzbar ist, dass irgendeine Funktion ausführt, bei einem bestimmten GET oder Post. Ja, das war's für das Ganze, was aus diesem Bericht rauskommt. Da gibt es auch ähnliche Exploits, die über die Jahre bekannt sind. Natürlich HTTP ist nur ein TCP-Stream. Da kann man beliebig viele andere Protokolle ansprechen, die vielleicht nicht besonders gut versuchen, was die mit angesprochen sind, zu validieren. POP, SMTP, da gab es in die Vergangenheit auch ausnutzbare Sicherheitslücken in diesem Protokoll, dass man die über HTTP ansprechen kann, haben irgendwas gemacht, weil die haben nicht gemerkt, dass dieses ein HTTP, die Headers haben da einfach ignoriert und weil die meistens alle einfach Textprotokollen sind, kann man öfter andere Protokolle überreden, irgendwas zu machen.
Da sind tatsächlich sogar Blacklists in Browsern, die unterschiedliche Ports unterdrücken. Wie weit das effektiv ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist unter verbietet nicht, dass man Sachen, die auf Localhost laufen hat, anspricht, weil die Ports werden ganz bestimmt nicht in den Blacklist sein. Ja, das war's. Ich hoffe, wenigstens habe ich Interesse in diesem Gebiet erweckt, was man da machen kann, wie man Reconnaissance ausführen kann, warum Localhost Anwendungen wahrscheinlich keine gute Idee sind, warum Sachen, die auf Localhost ansprechbar sind, die nicht authentisiert sind, kein Cross-Site-Request-Forgery, Schutz haben, eine besonderen schlechte Idee sind. Ja, und dazu würde ich jetzt an euch übergeben, falls ihr Fragen habt. Genau, hier Dan, ich hätte eine Frage. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, Michael. Fand ich wirklich interessant, auch zu sehen, was man wie man es umgehen kann, die Same Origin Policy. Mir ist da nur ein Beispiel jetzt eingefallen, zum Beispiel bei Zoom. Also du hast ja einige Beispiele genannt. Das erste war ja die Ausweis-App, das andere war IntelliJ. Gibt es so Sachen wie zum Beispiel bei Zoom, da gab es zeitweise ja auch einen lokalen Webserver, der installiert wurde, so wie ich mich erinnern konnte. Es war jetzt vor der Pandemie, war sehr schwachstellenbehaftet. Ist dir was Bekanntes außerhalb von der Ausweis-App und IntelliJ, ob es schon aktive Ausnutzung gab von Sicherheitslücken in dem Bereich? Vielleicht auch Stories? Also auf Local Sachen ist mir nicht bekannt. Ich habe selber jetzt nicht viel geguckt. Mein Interesse war geweckt, weil da gibt es auch sozusagen so Frontends für Backup-Systeme, die da auch so einen Localhost aufmachen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht weiter geguckt, was schon bekannt worden ist, besonders so bei Zoom. Aber ich kriege immer das Schrecken sofort, ich sehe, dass irgendwas eben so einen Port aufmacht, der mit HTTP ansprechbar ist. Und dann muss man erstmal gucken, hat jemand überhaupt irgendeinen Sicherheitsschutz, irgendeine Authentisierung, Cross-Site-Request-Forgery-Schutz da eingebaut? Ich vermute meistens und öfter nicht. Aber geguckt und Internetrecherche habe ich nicht da gemacht. Also was ich zum Beispiel als potenziellen Anwendungsfall sehen würde, zum Beispiel für Spionagefälle, dass man sich dadurch in interne Netzwerke einschleust, einfach um interne Reconnaissance zu machen. Ich kenne jetzt nicht das Bedrohungsumfeld, aber es ist jetzt so eine Annahme. Ja, also das Interessante ist, da ist relativ wenig über was man hier machen. Ich denke, das Reconnaissance ist schon relativ mächtig, was man da machen kann. Aber viel mehr als diesen einen Bericht von Forcepoint habe ich nicht zuerst gefunden. Hier habe ich mir erstmal darauf konzentriert, weil es eigentlich relativ umfangreich ist und auch konkrete Beispiele, wie man es macht, zeigt. Aber viel weitere Sachen habe ich jetzt nicht gefunden. Ich vermute aber natürlich, dass bei interne Netzwerkschutz, diese ganze Reconnaissance-Scans oder Cross-Site-Requests, wenn man sehr viele davon ausführen würde, um anfällige Server auszuführen, würden die vielleicht auffallen in so einem geschützten internen Netzwerk. Aber natürlich gibt es viele nicht in geschützten internen Netzwerken. Alles klar, Also was Dankeschön. mir, hi, was mir noch eingefallen ist, ich hab's jetzt das konkrete Beispiel nicht mehr im Kopf, aber hier Crypto Wallet auf, ich glaube Node oder irgendwas, was auch Localhost aufgemacht hat und wo dann quasi die Wallet läuft und man dann Geld abziehen konnte, auch über SheSort, ne? Ja, also man kann sich vorausdenken, dass die mal einen Post haben, sende dieses Geld von meinem Wallet an diesen System wohl. Und wenn das Post Genau. nicht geschützt ist, auch wenn du die Ergebnisse wegen Same Origin Policy dann nicht an deinen malicious Webseiten zurückgeben kann, dann ist der Geld schon übertragen. Exakt. Transaktion schon gelaufen, ja. Matthias, ist das diese Elektron-Geschichte, Yes, genau, die war mir auch im wo Kopf. eigentlich ein Browser läuft, ne? Das ist eigentlich irgendein Exakt. Chrome-Browser als Exakt. App. Ja.
Da muss man natürlich unterscheiden zwischen Electron-Apps, die tatsächlich in einem Browser laufen, aber da ist kein Webserver dahinter, weil Electron-Apps sind ja sehr verbreitet, aber die haben nicht einen Webserver, der auf Localhost verbunden ist für den App. Die sind einfach ein interner Browser, der den Rendering macht. Aber natürlich gibt es viele solche Apps, die dann zusätzlich für irgendeine Funktion, der vielleicht schön ist, dann doch ein HTTP-Port als Server aufmachen wollen. Also einen HTTP-Server mitliefern für irgendeine zusätzliche Funktion. Wie zum Beispiel wir gesehen haben bei IntelliJ oder grundsätzlich beim Ausweis-App. Aber grundsätzlich sind Electron-Apps nicht sicherer, weniger oder mehr sicher als manche normale Apps. Da gibt es ein bisschen Spielraum, aber hier reden wir eher von Apps oder ob Electron oder native Apps, die einen HTTP-Server aufmachen oder anbieten für irgendeine Funktion. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke, Michael. Mega, mega Vortrag. Dann würde ich jetzt hier die Aufzeichnung mal stoppen.